Hallo, hallo, mein Name ist Weiss. Ich werde heute Crysis Let's Playen, aufgrund, da ich den nächsten Tag Crysis 2 bekomme. So, was habe ich mir vorgenommen? Ich möchte dieses Spiel für euch auf dem Schwierigkeitsgrad Delta durchspielen und im Nachhinein dann halt Crysis 2 Blind. So, dann fangen wir mal an. Also, neues Spiel, Delta, also... Fahnenkreuz ist aus, normales Visier. Ich kriege keine Warnungen mehr. Ich habe nur noch das normale Fahnenkreuz. Und ich kann Koreanisch lernen. So, auf geht's. Ich bin da mal kurz leise. So, das war mal Anzug in Live. So, dann geht's jetzt gleich los. Wie gesagt, ich lasse die Videos laufen. Wer sie weg haben will, der muss einfach überspringen. So. So. Ich werde auch versuchen, nicht zu stark zu spoilern, ich werde sogar versuchen, in der Hinsicht sogar meine Klappe zu halten. Und jetzt halte ich sie nochmal. Hier spricht Dr. Helena Rosendahl vom IAS-Forschungsteam auf den Link Schaninseln. Die Koreaner haben die Kontrolle übernommen. Sie treiben draußen Zivilisten zusammen. Wir haben etwas gefunden. Im Feld. Die Festigung könnte die Zukunft des Planeten verändern. Die Koreaner wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Guter Hände hinter den Kopf! Bitte! Sieben Tage später. Channel, philippinisches Meer, 14. August 2020. Zentrale, hier ist Sky Chief. Sind auf 25, Kurs Ost. Unser Radar ist gestört. Da braucht sich ein Gewitter zusammen. Negativ, Sky Chief. Kein Unwind in der Nähe und klarer Himmel. Over. Roger, Zentrale, war wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. Hey Nomad, gibt's dich auch nochmal? Ja,
Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor zwei Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einklinken, Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Grün in 5, 4, 3, 2, 1. Los, los, los! So, damit haben wir das den Teil schon mal geschafft. So, für alle, die nicht wissen, lass mal kurz noch zu Ende reden. Ich habe von diesen Typen gehört. Lass sie einfach erstmal alle zu Ende reden. Von mir aus, ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht in diesem Rosendahl hier sind. Achtung, Team, bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Das Headquarter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme öffnen, so. Mein Kommando. Los. Jetzt schauen wir doch mal links. Wuhu, Bam. Robert hat's erwischt. Er hat seinen Schirm verloren. Er ist weg. Mein verdammter Schirm ist weg. Ich habe keinen Reserveschirm mehr. Reißen Sie sich zusammen. Sie sind über Wasser. Ihr Anzug absorbiert den Aufprall. So. Nomad, wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Herd ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie komm, jetzt endlich fertig mit labern. So. Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Komm! Ihr Psycho! Damit haben wir es unterwegs. Auf die Insel geschafft. Rückt ihr jetzt zur Landezone vor? Hashtag, ich hab sie nicht das auf da links wird später auch nochmal öfters auftauchen. Hashtag, nur mal zu kommen. Wissen, für alle, die nicht wussten, wann man oder wodurch der Fallschirm nicht geöffnet wird bei uns, ausgerechnet bei uns. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Alles klar, ja, so. Ist okay. Sie sind wieder online. Sind wir endlich immer noch kein online? Hashtag Nomad, stoßen Sie mit Chester zu Hashtags Position vor. So. Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige. Nutzen Sie Ihren Schalldämpfer. So, jetzt kann ich endlich ordentlich weiterreden. Was sehr toll an dem Spiel ist, du kannst Bäume kaputt machen. So, jetzt hier erstmal die beiden Sachen, den Schalldämpfer und das Reflexvisier wieder an. So, und jetzt werde ich schön... Verdammt, jetzt treffe ich den nun schon nicht mehr. So, geht doch. So. So, die nächste Waffe. Genau die gleiche Kombi. So. Jetzt wird's spannend. Och, renn doch nicht weg. Fällt mir nicht, ich muss die auch noch konfigurieren. Oh, einen Augenblick. Da erhalte ich gerade eine Nachricht. Einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Wieder bei der Konfiguration. Ich nehme wie immer den Schalldämpfer und das Laservisier. Das ist sehr amüsant. Genau aus diesem Grund. Ah, falsche Taste. Die mal so nebeneinander liegen müssen. Also um nochmal auf das mit den Bäumen zurückzukommen. Baum fällt. So, der muss da einfach sein. So. So.
Die Aufnahme geht jetzt auch schon 10 Minuten. Ruffet, hier ist es. Sind nur noch 5. Hören Sie mich? Dann werde ich mich erstmal verabschieden und. Ich hab auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den das Video rendern. Okay, Aztec, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Und eventuell gleich auch weiter aufnehmen. So. Nomad! Hier so. Oben. Komm schon, wir müssen zu Aztec. Was zum Beispiel auch Ruffet, nicht geht, ist. Ich bin hier nicht allein. Das da. Was ist los, Aztec? Ich kann nicht auf meinen Verbündeten schießen. Vier Mann. Haben die Sie gesehen? Negativ, aber Sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Weiter geht's. Wir wollen ja auch Aztec, was in dem Level schaffen. Aber es hat dies immer. Aztec, Lagebericht! Jetzt! Hilf mir! Und ich war sogar etwas langsamer als sonst immer. Die nächste Szene. Wie hat das auf einmal so schnell hergeschafft? Kurios. Mann, was zum Teufel war denn hier los? Hörst du das? Ich guck mir noch die Leiche an. Mir gefällt das nicht, Mann. Es wird noch wesentlich besser. Ja. Tot, was? Verdammt! Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, amigo. Chester, so das, was Sie da... Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Warten Sie, da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber leise, bitte. Was sind da für Oh, was ist denn jetzt auf einmal los hier? Komm schon her. So, den haben wir. Jetzt wird's lustig. So. Noch gleich noch die Munition auf. Und wo liegt denn eigentlich seine Waffe? Gab's die bei dem überhaupt noch eine oder? Bitte habt ihr nicht im Haft da, bitte nicht. Aber das Problem ist meistens einfach, dass man Leute, die ihre Waffe nicht gezogen haben, deren Waffe auch nicht abnehmen kann. Naja, weiter geht's. Nomad, ich habe den JSOC-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Ja. Haben wir jetzt auch doch glatt schon die... Gut, diese... Halbe, an die Viertelstunde. Dann werde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Werde das Video rendern. Werde es hochladen. Und dann sehen wir uns beim nächsten. Tschüss.